Bundesliga-Future-Star, wir lieben es. Mokoko. Viele BVB-Fans hatten auf Bino Gittens gehofft. Mokoko hat aber eine sehr stabile Karte bekommen. Ich habe ihn natürlich für euch getestet. Außerdem möchte ich am Ende noch auf eine Future-Star-Eigenkarte eingehen, die extrem krass aussieht. Mokoko hat 4 Sterne Skillmus und 5 Sterne Weakfoot. Kostenpunkt über 600k. Das ist nicht günstig. Als Playstyle Plus hat er zum einen akrobatisch. Das ist leider ein bisschen unnötig. Dafür hat er aber auch Technik als Playstyle Plus. Und den feiere ich bei Stürmern am meisten. Und das Dribbling ist auch seine große Stärke. Obwohl die Server extrem schlecht heute Morgen waren, hat er sich richtig gut drehen lassen. Vor dem Tor ist er ziemlich clean. Der macht mit beiden Füßen alles weg, was der wegmachen muss. Ein bisschen kritisch sehe ich seine Physis und das Tempo. Der lässt sich im Laufduell ziemlich leicht abkochen. Der kommt nicht vom Gegner weg und wenn der Körper dran ist, dann wird er halt einfach weggedrückt. Als Campstyle würde ich Hunter empfehlen. Das Tempo muss gepusht werden. Mokoko sollte auf jeden Fall auf einer zentralen Position spielen. Im Optimalfall im Doppelsturm. Sein Passspiel ist richtig gut für einen Stürmer. Der ist jetzt gerade noch einen Ticken zu teuer. Trotzdem eine klare Weiterempfehlung. Guckt euch mal bitte mit Sinn und Verstand die Beckham-Karte an. Was der für Playstyles hat. Der könnte einer der besten Sechser bzw. Achter im Spiel sein. Wird nächste Woche auf jeden Fall getestet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Karte ihr noch sehen möchtet.